jetzt habe ich es wieder. So, es macht einen nachdenklich, dass sie es einfach eingesetzt haben, ne? Wie ich da aus dem offenen Fenster hier, aus unserem Kirchenfenster geredet habe und Statement gegeben habe. Jeder sollte das erkannt haben, was das war. Ne? Ich habe es, glaube ich, vorher gesagt. So. Brennende Nase, brennende Augen oder so. Oder? Ich weiß es heute nicht mehr genau. Was ich da gesagt habe, und der ging es ja näher los. Ne? Man hat diesen chemischen Kampfstoff einfach eingesetzt, weil man sich hier total sicher ist. So, und das sieht auch da, und man lässt die Täter ja auch weiter hier frei agieren und rumlaufen. Ne? Also, was für ein Zufall, ne, mit Dr. Heroini im Palmgarten, ne? Was für ein unwahrscheinlicher Zufall, ne? So, und auch beim schönen Platz war Äffchen jetzt zweimal weg, ne? Und letztes Mal kam Äffchen auch, also man versucht alles, man hat hier Riesenpanik. Wir haben gestern auch noch super gute Unterhaltung gemacht, gehabt, Entschuldigung. Da hat man dann wieder einfach nur mit der Tür geballert. Na, wir wollen mal sehen, wie lange er da noch aufgenommen hat, ne? Wir haben, dass der jetzt mal ein bisschen dichter gemacht war. Wie gesagt, unsere Affen wissen genau, dass wir da aufnehmen. Sie sehen uns ja, ne? Sie wissen ja, wo das Gerät liegt und das ist denen egal. Und das ist sonst noch viel, viel toller gewesen, ne? Aber wir hoffen, dass sie das dann auch haben, wenn sie dann gegen unsere Tür klopfen und so. Weil man gewöhnt sich dran, wir hören das nicht so und die Vorhänge schlucken natürlich auch viel. Wir hoffen, dass sie das dadurch schön haben. Und es muss was gewesen sein, weil die Akkus leer sind, ne? Und er schaltet sich ja nur ein, wenn ein Geräusch ist. So, und bei dem anderen, was Sie da oben schon hören, da haben Sie uns ja immer zu unterhalten, ne? Das war in Ihrer Wohnung durch die Wand. Da haben Sie schön dumm rumgeschrien. Sinnlos, dummes Zeug. Schön, dass Sie es auch mal haben, ne? So, und dann schlagen Sie gegen eine Wand gegen, die dann auch kaputt gehen soll oder auch gegen unsere Tür, also unsere geklebte Sache mit der Tür, ne? Da wollen sie auch Risse drin haben, dass da was dann Klebstoff wegfällt, damit das Gas besser eindringt aus dem Treppenhaus. Es ist so unglaublich, wie es hier einfach weitergeht. So, man hat nichts gemacht. Man hat uns nicht kontaktet. So, und wir haben auch wieder Schwierigkeiten mit Jobs an der West, ist ja klar. Ne? In 11 Tagen ist unsere nächste Geldauszahlung. Man behauptet vielleicht, dass wir schon Bescheid haben. Also es ist unglaublich. Aber naja. Vor allen Dingen sollen die nicht erzählen, dass die dann ja noch Post stehlen oder so, ne? Die sollen aufhören, hier so einen Unsinn zu erzählen. Ne? Jeder weiß jetzt, warum unsere Post wegkommt. Weil man schickt nichts ab und das soll nicht sein. So ein Ding Wahrheitsgehalt, sage ich auch nochmal, im November, Dezember, natürlich haben wir es nicht gesagt. Haben wir überall hier an den Gerichte, überall immer schöne Briefchen hingeschickt. Auch zum Rathaus und so überall immer, ne? Natürlich haben wir auch aufgepasst, dass unsere Äffchen das nicht mehr so mitkriegen, ne? So, da wird auch überall was angekommen sein, weil sie sind alle drogensüchtig, sie machen sehr viele Fehler. So, wir haben bis heute keine Reaktion. Unter anderem haben wir natürlich auf Jobcenter West hingeschrieben, dass da höhere Kosten auf uns zukommen, weil wir müssen das Fenster auflassen. Und die Wohnung ist sehr kalt und höhere Heizkosten kommen dazu, weil man drosselt ja permanent unsere Heizung. So, das möchte ich auch mal sagen, wir haben jetzt meinen Geburtstag schon ein bisschen vorgefeiert, weil das war auch dieses Jahr zu Weihnachten, haben sie es bloß nicht so, haben sie es anders gemacht gehabt, aber sonst Feiertage und so und unsere eigenen Feiertage, Geburtstage und so betäubt man uns besonders toll und quält man uns besonders toll. Ne? Das ist immer so, dass wir darin gar nichts essen können und so. Wir haben uns früher schon gewundert, also als wir noch Geld hatten. Da haben wir ja mal Weihnachten gefeiert in Rostock. Ne, wir wissen ja, dass wir sonst nicht da waren. Also wirklich in dieser Wohnung, in der wir fast nie gewohnt haben. So, und da konnten wir nichts essen und zwar so schlecht über die Feiertage. So, und Ingrid war ja immer um uns rum und die hat uns dann schön vergiftet.
und hat dann gesagt, ja, ihr ist auch so komisch, da muss was in der Nahrung gewesen sein. Ja, das war's denn. Und dadurch, dass man uns unter Hypnose hat, denkt man dann nicht weiter nach. Also wir kennen das. Wir haben uns dann diesmal minderwertigen Seelachs geleistet, ne? Ja. Das habe ich ja erzählt und dann sind wir damit durch. Ja, und dazu möchte ich auch noch mal was sagen.